to be badass pirates. Let's get them. Ja, und damit erstmal willkommen zu einer neuen Folge von Fractured Space. Spielen wir wieder mit Interceptor. Und wir haben gerade wieder irgendwelche Stürme in Alpha und Beta. Aber noch geht es von der Sicht. Wollen wir mal sehen, ob sich es gleich noch ändert. Warum schießen die auf mich? Pioneer. Executor angreifen. Erstmal erledigen. Und nur die beiden? Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Das ist das Problem. Also es ist doch ziemlicher Nebel. Dass man wieder nicht sehr genau da ist. Mit dem Anvisieren ist auch gerade ein bisschen schwierig. Der Persecutor ist wieder da. Na gut. Greifen wir an. Greifen wir an, was ich nicht sehe. Ich würde sagen, jetzt gehe ich mal raus hier. Weil wir sollten dann doch die mittlere Mine noch holen und so. In Beta. Also bin ich davon ausgegangen, dass die anderen jetzt da angreifen. Aber wie ja der Hersteller des Spiels sagt, viele neue Spieler. Es kann sein, dass es wieder viele Anfänger dabei sind. Das würde zumindest die letzten Spiele bei mir erklären. Oder sagen wir besser, mein letztes Spiel, was ich versucht habe. Das war so chaotisch, das wollte ich dann doch keinem antun. Da wusste irgendwie keiner, was zu tun ist. Alle haben sich dann noch auf dieses Halloween-Event dann versteift. Und hat unendlich lang gedauert. War ein ganz komisches Spiel. Wer ist denn da schon hingesprungen? Ranger, okay. Ungefähr das, was ich meinte. Sie spielen sehr komisch im Moment. Das werden wir am Ende in der Zusammenfassung sehen. So, jetzt ein kurzes Upgrade mitnehmen. Habe ich gerade die Mine nicht übernommen? Ach, tatsächlich. Ich habe die nicht richtig übernommen. Oh. Ich war der festen Überzeugung, ich hätte schon gehabt. Ich bin also einfach nicht gewohnt, so früh schon da so rumzugucken in den der dritten Mine. Ah, ich gehe trotzdem jetzt rein. Perfekt für Raketen. Er will springen und das war's. Ach, Mist. Gerade weggesprungen. Genau unter mich. Ja, das hat er gut gemacht. Konnte ich leider nicht so viel gegen tun. Aber er wurde auch zerstört. Gamma sieht gerade sogar gut aus für mein Team.
weil unser Feind hier gerade stirbt. Wir haben nichts Besseres zu tun, anstatt der Superlüfter angreift. Aber gut, die haben ihn natürlich jetzt so drunter geschossen. Jetzt macht es natürlich Sinn, aber trotzdem. Ja, komm schon. Haben wir noch zerstört gekriegt. Persecutor, muss das sein? Na gut. Schießt mit dich halt mit Raketen ab. Ich würde mal gerne hier raus. Aber dummerweise hat er gerade dafür gesorgt, dass ich keine Energie habe, um mich vernünftig zu verteidigen. Komm, Raven. Du wolltest es ja unbedingt. Aber ich verziehe mich jetzt besser. Upgrade mitnehmen. Und das Level sichern. Irgendwie habe ich im Moment ein ganz komisches Timing. Gerade schon bei der Mine, jetzt auch wieder hier. Okay, zumindest noch getroffen. Aber die kämpfen immer noch in Gamma. Wir verlieren gerade zwei Schiffe. Eine in der Enemy Base, aber die Pioneer ist gerade bitter. So, komm schon. Da ist die Superlüfter auch erledigt. Aber jetzt kommt natürlich die ganze Flotte von denen. Komm, die Wave muss erstmal weg. Oh, ich muss den vor mich haben. Dann haben wir die Persecutor auch weg. Ja, ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Und das werde ich auch nicht mehr überleben.
konnte ich leider nichts mehr tun. Aber wir haben sowieso jetzt gleich 2 Level Vorsprung. Wir stehen in der Enemy Base. Can hide but not run from a raider. Hm. Naja, sagt er mit 6 zu 3. Hm. So toll ist das jetzt nicht. Sieht bei mir zwar auch nicht viel besser aus, aber ist ja egal. Wir führen mit 2 Leveln. Damit sollte Gamma. Gamma online in 30 seconds. Naja, okay sein. Wir werden es gleich merken. Je nachdem, wie die jetzt zusammenspielen. Und sie greifen wieder die Persecutor konzentriert an. Ach Mist. Schlecht getimt. Das war jetzt blöd. Das ist genau im falschen Moment. Für mich zumindest im falschen Moment gesprungen, logischerweise. Bin fast tot. Jetzt bin ich tot. Ah, da habe ich mich mit der Persecutor eingelassen und ziemlich blöden Art. Also das war unnötig, wie immer. Jetzt haben sie dann alle und jetzt machen sie das dann auch fertig, hoffe ich mal. Das komische Spiel. So, wo gehe ich denn dann gleich hin? Ich würde sagen, gehe ich mit zu Beta. Oder? Wer ist da? Das ist unser Ranger. Ah, ich kann auch mit zu Ranger gehen. Egal, ich meine, ich habe ja sowieso kein Gamma. Wir haben jetzt gleich Level 9. Was soll ich denn direkt mitnehmen? Wie gesagt, die 2 Level, das sollten wir jetzt mal dann nutzen. Oh, das ist ein komischer Ruckler gerade. Na, Persecutor. Bleibst du oder springst du? Na, es scheint zu bleiben. Er kommt aber auch nicht alleine. So, holen wir uns mal die Mine zurück, damit die nicht zu schnell aufholen können. Das ist alles dahinter bezogen. Ich wusste, dass du kommst. Wir sieben uns halt gerade gegenseitig. Also es ist kein gutes Spiel von mir, aber ist egal, gewonnen aber trotzdem.
schauen wir mal, was zum Abschluss oder den Punkten im Vergleich so hier steht. Ja, 10-4 ist nicht besonders gut. Tja, und mal wieder aufgestiegen. Wie ich schon mal erwähnt habe, ein Level, die kein Mensch braucht eigentlich. Aber halt nicht wirklich viel Aussagekraft, außer dass man schon länger gespielt hat. Und nee, von den Level war es eher normal, aber es kam mir am Anfang irgendwie sehr komisch vor. Vielleicht bin ich im Moment auch nur ein bisschen empfindlich, weil ich echt komische Spiele gesehen habe. Ja. Und mit dem Abschluss auf die Punkte. Wieso haben wir eigentlich nur Support Points und Takedowns? Keine Captures diesmal. Ein bisschen komisch. Trotzdem, damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Fractured Space. Bis dahin erstmal. Ciao.